Herzlich willkommen zurück. Heute Elefantencampus Persönlichkeitsentwicklung für Fortgeschrittene Teil 2. Ich freue mich riesig, einen besonderen Talkgast heute dabei zu haben. Er hat Stimme, ihr könnt ihn gleich hören, und er hat eine Menge Erfahrung mitgebracht rund um vor allem ein Thema, das ich heute besonders aus ihm rauskitzeln möchte, nämlich wie treffen Menschen eigentlich Entscheidungen und wie können wir gute Entscheidungen in schwierigen Momenten treffen, weil wir befinden uns gerade in etwas spannenden Zeiten und viele von uns müssen Entscheidungen treffen. Kaum jemand kann das so gut wie ein Pilot. Genau das ist er neben vielen anderen Dingen, aber ich möchte gar nicht zu viele Worte verlieren, sondern ihn selbst zu Wort kommen lassen und freue mich auf euer Feedback, ob man diese Worte diesmal auch hören kann. Hier ist er, Ladies and Gentlemen, mit großem Applaus aus den Fenstern der Nation, Peter Brandl. Hallo Alex, hallo alle da draußen. Ich freue mich, hier zu sein. Danke für die Einladung. Peter, ganz schnell, erzähl mal kurz von dir. Was machst du so im normalen Leben? Was ist dein Werdegang? Für die, die dich nicht kennen, kurz deine Story, dass wir ein bisschen Kontext haben dafür. Worüber sprichst du und ja, was können wir daraus lernen? Ich habe ein paar verschiedene Berufe. Also ein Beruf ist, ich schreibe Bücher. Ich habe inzwischen 6 Bücher geschrieben. Am 7. bin ich gerade dran. Die sind alle in verschiedenen Auflagen erschienen, in verschiedenen Sprachen. 2 davon sind in Amerika erschienen, beziehungsweise 1 davon erscheint gerade in Amerika. Darüber halte ich Vorträge. Ich bin also das, was man einen Professional Speaker nennt. Ich war auch 2 Jahre lang Präsident der German Speakers Association. Ich berate und trainiere viele Manager. Also ich mache sehr, sehr viel wirklich mit Top-Management aus Unternehmen, was du so kennst, drauf und runter. Automobilindustrie, Porsche, Daimler, Volkswagen, Banken, Deutsche Bank, Commerzbank, Credit Suisse und so weiter. Aber wirklich so alles Mögliche. Das ist so der eine zentrale Beruf. Der zweite zentrale Beruf, und das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, warum du mich eingeladen hast, ich bin Pilot. Ich bin für eine Airline geflogen, habe also eine Airline-Lizenz. Ich war auch Fluglehrer und ich war zumindest meines Wissens weltweit der erste zivile Pilot. Also ich möchte es nicht beschwören, dass ich der erste war, aber ich kenne keinen anderen. Militärpiloten gibt es ein paar, aber zivile Piloten war ich der erste, der dieses Thema Human Factor, also warum passiert was in einem Cockpit, das passiert ja meistens nicht wegen der Technik, sondern wegen den Menschen, die das System bedienen, und habe diesen Human Factor aufs normale Leben, aufs normale Business übertragen. Und das ist eine ganz, ganz spannende Geschichte, aus der man viel darüber lernen kann, was man tun kann, um sicher anzukommen. Alright, danke schön erstmal für dieses schnelle Intro. Ich kriege schon ganz viele Nachrichten übrigens. Yes, der Ton funktioniert. Ich danke euch, danke, 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 dass ihr dabei geblieben seid. Nochmal den Switch gemacht habt ins neue Video. Für die, die sich jetzt wundern, weil sie es im Nachhinein anschauen, wir hatten kurz ein bisschen Tonprobleme. Die sind hiermit erledigt und sollte auch das letzte Mal Thema heute. Ich freue mich riesig auf das weitere Interview. Peter, danke für das kurze Intro. Tatsächlich jetzt zu meiner ersten Frage, nämlich wenn du sagst, da entstehen Fehler im Cockpit. Wie entstehen die denn? Ist das eine gute erste Frage, um einzusteigen? Oder wollen wir gleich zu, wie treffen wir eigentlich Entscheidungen? Da möchte ich nämlich auf jeden Fall hin. Also, ich kenne dich ja schon ein bisschen, Alex, und ich weiß ganz genau, wenn du mir fragst, ist eine gute Frage, um einzusteigen. Am Ende des Tages ist es dir eh wurscht, weil du sowieso die Fragen stellst, die dich gerade interessieren. Und das ist ja auch gut so. Wie entstehen Fehler? Wenn ich einen Vortrag halte, dann fange ich ganz häufig mit so einer ganz einfachen Frage an. Ich frage nämlich die Leute, haben sie schon mal einen Fehler gemacht? Und zwar so einen völlig bescheuerten, ja? Sowas wie Schlüssel vergessen. Das hat eigentlich jeder schon gemacht. Das ist jedem schon mal passiert, sowas, so ein richtiger Deppenfehler. Ja? Und dann frage ich die Leute, okay, wie viel würden Sie wetten, dass Sie so einen bekloppten Fehler nie wieder machen? Und dann merken die Leute, ups, keine 10 Euro. Ja? Und das bedeutet, ja. mir muss eine Sache mal klar werden. Die erste Sache, die mir klar werden muss, wir werden Fehler machen. Punkt. Ja? Der Mensch, so eine Null-Fehler-Kultur ist, Entschuldigung, Blödsinn. Das ist ein schönes Ziel, das ist auch ein erstrebenswertes Ziel. Aber Fakt funktioniert es, weil wir sind nicht mal bereit, 10 Euro zu wetten, dass wir nie wieder unseren Schlüssel vergessen. Aber wir reden von Excellence und Nullfehlerkultur. Wie entsteht ein Fehler? Ganz einfach. Es gibt eine Reihe von Gründen. Das könnten wir jetzt wissenschaftlich ergründen. Das glaube ich, das bringt jetzt nicht so wahnsinnig viel. Interessanter ist, und das kann sich jetzt auch jeder schon mal die Frage stellen, was muss denn zusammenkommen? Welche Rahmenbedingungen müssen zusammenkommen, dass am Ende der Kette du so einen blöden Fehler machst, wie zum Beispiel Schlüssel vergessen? Kleiner Tipp, ausreichend Schlaf, gesundes Frühstück gehören da nicht dazu. Ja? Sondern es ist, weiß ich nicht, Stress, ich bin emotional aufgewühlt, ich bin nicht ausgeruht, ich habe mich mit meiner Frau gezofft oder was auch immer. Und das Gleiche kannst du jetzt schon auf ein Unternehmen übertragen oder auf ein Team übertragen. Du kannst dir nämlich die Frage stellen, welche Rahmenbedingungen müssen zusammenkommen, dass mein Team, meine Leute,
meine Kollegen, Kolleginnen am Ende dieser Kette Fehler machen werden. Und ich kann versprechen, wenn bestimmte Rahmenbedingungen zusammenkommen, dann werden Menschen Fehler machen. Nicht, dann könnte es passieren, das, sondern werden die es machen. Und das, was wir in der Fliegerei machen, ist letztendlich was ganz Einfaches. Wir versuchen genau, diese Rahmenbedingungen, diese Parameter rauszubekommen. Was ist es? Und dann versuchen wir, alles dafür zu tun, dass die zumindest nicht gleichzeitig eintreffen. Das ist im Prinzip schon der ganze Wetz, wie wir, und das machen wir ganz, ganz erfolgreich, wie wir in der Fliegerei dafür sorgen, dass wir möglichst keine Fehler machen. Und wenn, dass die keine dramatischen Auswirkungen haben. Ich glaube, ganz oft, gerade zum Thema Entscheidungen, was ich auch fragen wollte, ist, die Angst, Fehler zu machen und deswegen keine Entscheidung zu treffen, ja auch ein Faktor. Gleichzeitig ist gutes Entscheidungen treffen ja genau dazu da, dass wir im Rahmen der Möglichkeiten möglichst die guten Entscheidungen treffen, statt beim Entscheiden einen Fehler zu machen. Und somit, abgesehen vom Optimieren der Rahmenbedingungen, was, by the way, schon einfach ein mega Nugget ist, ja, was führt zu schlechten Entscheidungen? Und wie kann ich das dann verändern, damit das da schon nicht mehr hinführt? Ja. Ist, glaube ich, ein mega gutes Ding und führt uns direkt auch zur Frage, wie treffen wir gute Entscheidungen, die ich nochmal in ihrer Plumpheit gleichstellen werde. Jetzt aber erstmal nochmal die Frage, was heißt das denn konkret? Was kann das für uns im Alltag, für uns normalen Menschen? In Firmen, da guckt ihr, was sind die Prozesse, was sind die Entscheidungswege, welche Menschen treffen auf welche Menschen, in welchen Zuständen. Aber was ist deine Sicht, Peter, wie wir jetzt als private Zuhörer, gerade auch in der Situation, die wir jetzt gerade haben zum Beispiel, dafür sorgen können, dass wir keine schlechten Entscheidungen treffen, indem wir schon das, was dahin führt, beeinflussen. Du hast zwei Sachen gerade eben schon angesprochen. Das erste ist, du hast angesprochen, keine Entscheidung ist auch eine Entscheidung. Jetzt kann ich dir aus der Fliegerei sagen, es ist besser, eine falsche Entscheidung zu treffen, als keine Entscheidung. Das klingt ein bisschen paradox vielleicht erstmal, ist aber so. Der Grund ist ganz einfach. Eine falsche Entscheidung hat falsche Auswirkungen. Ich erkläre das immer ganz, ganz banal. Wenn ich vor einem Vortrag 5 Stücken Bienenstichkuchen esse und ich liebe Bienenstichkuchen, ja, dann werde ich auf diese Bühne gehen und mich wird es schier zerreißen. Also es war ein blöder Plan, sagt man ja auch. Jetzt ist mir aber klar, diese negativen Auswirkungen, die jetzt gerade passieren, die haben was mit meiner falschen Entscheidung vorneweg zu tun. Also kann ich idealerweise diese Entscheidung rückgängig machen, kann zumindest kann versuchen, Schadensbegrenzung zu betreiben oder wenigstens kann ich aus meinem Fehler lernen. Wenn du keine Entscheidung triffst, hat das auch Auswirkungen. Aber wir kommen gar nicht auf den Gedanken, dass diese Auswirkungen was mit uns zu tun haben, weil ich habe ja nichts gemacht. Ja, es kann ja nichts mit mir. Ich habe ja, wie bescheuert das ist, das wird dir wieder klar, wenn du es in ein Cockpit überträgst. Wenn ein Flieger irgendwie gecrashed ist, Piloten haben es überlebt, steigen aus und sagen, an uns kann es nicht gelegen haben. Wir haben nichts gemacht. Das ist bekloppt. Ja? Also es ist tatsächlich sinnvoller, eine falsche Entscheidung zu treffen als keine. Jetzt kommt der nächste Punkt. Der Witz an einer schweren Entscheidung, Alex, ist, dass du sie immer mit einem gewissen Unsicherheitspotenzial triffst. Das ist der Witz an einer schweren Entscheidung. Wenn du sicher sein könntest, dass die richtig ist, dann wäre es keine schwere Entscheidung. Das muss man sich als nächstes klar machen. Das ist einfach so. Punkt. Ja? Das bedeutet, wir müssen ab und zu mal dieses Risiko eingehen, auch eventuell eine falsche Entscheidung zu treffen. Das ist mal so eine Prämisse. Wenn ich mir klar mache, dass das einfach passieren kann, dass das auch passieren wird, dann nehme ich mir selber schon ein ganz großes Stück Stress raus. Dann nehme ich mir schon viel Druck von. Das ist mal ein erster wichtiger Punkt. Ein zweiter wichtiger Punkt ist, du hast gefragt, wie mache ich das denn an sich? Also im Cockpit gibt es so ein Prinzip, das ist mal eingeführt worden, ist das Fordeck-Prinzip. Das ist im Cockpit super, merkt sich aber kein Mensch. Deswegen habe ich es verändert. Ich habe das Order-Prinzip draus gemacht. Ja, pass auf, jetzt, also ich habe wirklich Vordeck, dass jeder Pilot kennt das, kennt jeder Pilot, aber im normalen Menschen heißt keine Assoziation zu. Aber jeder Mensch hat schon mal eine Order ausgegeben oder eine Order aufgegeben, wenn es bei McDonald's ist. Also das können sich die Leute merken und das sind also 5 Schritte. Logischerweise, Order hat 5 Buchstaben, das sind also 5 Schritte. Können wir gleich noch ein bisschen detaillierter machen. Ich mache mir über meine Optionen Gedanken, ich mache mir über die Risiken Gedanken und so weiter. Das ist ein Prozess. In der jetzigen Phase, oder was wir jetzt gerade haben, bin ich aber wieder ein Stück zurück zu dem alten Vordeck gegangen, weil das Vordeck, das erste, das F, ich habe dann das F minus Order draus gemacht, das F steht für Facts. Oder da, eigentlich sage ich, was ist das F-Wort? Ja, dann kannst du dir überlegen, was ist das F-Wort? In unserem Kontext sind es die Fakten. Und da kann ich mir wirklich die Frage stellen, was
Was sind die Fakten, die ich im Moment habe? Und hier ist es ganz, ganz wichtig zu unterscheiden zwischen Facts and Assumptions. Ja, also zwischen Fakten und meinen Annahmen dazu. Und das schmeißt mir gerade alles durcheinander. Das wird im Moment gerade alles durcheinander geworfen. Also Fakten sind zum Beispiel, dass wir Stand heute eine bestimmte Anzahl von Infizierten haben. Ja, so eine bestimmte Anzahl. Es ist aber auch ein Fakt, dass diese Zahl nur von einer einzigen Quelle kommt. Und diese eine Quelle ist eine private Universität in Baltimore. Ja, genau. Und ich bewerte das jetzt überhaupt nicht. Ich sage nicht, dass das richtig oder falsch ist oder dass das gut oder schlecht ist. Ich sage einfach nur, dass es ein Fakt ist. Ja, ich sage einfach nur, dass es ein Fakt ist. Wir haben eine bestimmte Anzahl von Todesfällen. Auch das ist ein Fakt. Daran komme ich nicht vorbei. Wir haben eine wesentlich geringere Anzahl an Todesfällen als Zahl, als wir sie in Italien zum Beispiel haben, prozentual. Das bis dahin sind die Fakten. Und jetzt beginnen die Vorannahmen. Warum haben wir so wenige Todesfälle? Warum haben die Italiener wesentlich mehr? Ab jetzt bin ich bei den Assumptions. Ab jetzt bin ich bei den Annahmen. Auch wenn ich jetzt sage, wie wird sich das Ganze weiterentwickeln? Das sind alles Vorannahmen. Und ich muss mir mal klar machen, was der Unterschied ist. Das Schöne an dem englischen Wort, deswegen nehme ich Assumptions, das Verb dazu ist to assume. Und wenn du assume wirklich mal nimmst und auseinanderspaltest, dann heißt es to assume means to me to make an ass of you and me. Das steht schon in dem Wort drin. Ja? Das steht, so, und dann muss ich mir einmal, ich reg mich darüber maßlos auf. Ich reg mich darüber tierisch auf, weil hier wird wirklich so ein Basiswissen, wie Statistik funktioniert und wie man sie vor allen Dingen fälschen kann. Nochmal, das ist kein Statement in irgendeine Richtung. Ich rede einfach nur von den Fakten. Wenn ich aber diese Fakten habe, wenn ich jetzt mir bewusst werde, okay, welche Fakten habe ich, dann kann ich als nächstes, mir überlegen, wie gehe ich jetzt mit diesen Fakten um? Und da wäre zum Beispiel das Order ein ganz gutes Konzept. Jetzt haben wir die Fakten vorab und jetzt kommt noch die Order dazu. Woraus dann Forder entstehen könnte, beziehungsweise F-Order. Ja. Peter, erzähl uns vom Order-Prinzip. Das Wichtige ist, du kannst auch das wieder auf jedes normale Leben übertragen. Wenn du das auf eine Familie überträgst und du hast Stress mit deinen Kindern, dann kannst du dir die Frage stellen, was sind wirklich die Fakten? Was sind die beweisbaren Fakten? Wenn du dich mit deiner Freundin oder mit deiner Frau streitest, dann kannst du dir eine einfache Frage stellen, wenn die Halsschlagadern gerade rauskommen, weißt du, und du sagst, dann kannst du dir eine Frage stellen, nämlich die Frage ist, was habe ich gerade gehört? Ja, also sie hat vielleicht irgendwas gesagt, bei dir kommen die Halsschlagadern, du regst dich auf, du fängst gerade, ja, kannst du dir die Frage stellen, was hast du gehört? Zweite Frage, die ist noch wichtiger, bist du bereit, 5.000 Euro dafür zu wetten, dass die das auch so gemeint hat? Die Frage kommt jetzt nicht von ungefähr. Ja. Die Summe habe ich mir Gedanken drüber gemacht. Es muss eine Summe sein, die dir echt wehtut. Wenn dir 5 Millionen nicht wehtun, hängen einfach noch 1, 2 oder 3 Nullen dran. Es muss echt eine Summe sein, die wirklich wehtut. Ja. Wenn du bei der Summe sagst, jo, wette ich, hier ist die Kohle und ich verdopple sogar, dann hast du wahrscheinlich recht. Aber achte mal drauf, wie häufig du dir selber bei der Frage sagst, könnten wir vielleicht erstmal mit 12,50 Euro anfangen. Und das ist so beknackt, wie das, so banal wie die Frage eigentlich ist, aber es ist ein brillanter Indikator dafür. Ja. Rede ich gerade über ein Faktum oder rede ich über eine Assumption? Wenn ich darüber rede, ich glaube, die meint gerade das oder ich glaube, die will gerade das, ja, dann kann ich mir doch mal überlegen, ob es vielleicht eine gescheite Idee wäre, die einfach mal nochmal zu fragen, okay, was meinst du damit? Oder was erwartest du jetzt von mir? Wir sind nicht mal bereit, 50 Euro zu riskieren, wie so ein aber bereit, eine Beziehung aufs Spiel zu setzen. Also ich habe das nur erzählt, dieses Prinzip ist jetzt kein High-End-Management-Prinzip, sondern das kannst du in einer ganz normalen Situation, in der Familie, in der Partnerschaft, mit deinem Partner, Partnerin, mit deinen Kids. Ja. Also es geht überall. Ja. So, wenn ich mir diese Fakten mal klar habe, oder weitgehend klar habe, dann kommen wir zum Order. Und das Order, da ist der erste Buchstabe, das O steht für, welche Options hast du, also welche Optionen hast du im Moment. Das erkläre ich immer ganz, ich habe ja dieses eine Buch geschrieben, Hudson River, die Kunst, schwere Entscheidungen zu treffen, und deswegen erkläre ich das auch ganz gerne an diesem Beispiel Hudson River. Ja. Als die da in der Luft waren und die Triebwerke ausgefallen sind, haben die sich die Frage gestellt, welche Optionen haben wir. Erste Option war, wir gehen zurück nach LaGuardia, das wäre der Flughafen, wo sie gestartet sind. Zweite Option ist, wir gehen nach Teterboro, das ist eine andere, zweite Hubschrauber, sage ich schon,
Flughafen quer über den Hudson drüber. Dritte Option, wir gehen in den Hudson. Vierte, wir rammen unseren Flieger ungespitzt in den Supermarkt. Wenn ich das in einem Vortrag erzähle, da legen die Leute die Stirn genauso in Falten, wie du das gerade getan hast, weil die Option ist blöd, ja. Weil das überlebe ich nicht. Ja. Ja? Aber ich glaube, wir sind uns einig, ungespitzt in einem Supermarktparkplatz ist besser als vollgetankt in der Schule. Warum bringe ich dieses Beispiel? Ich bringe dieses Beispiel deswegen, weil es in der Phase einfach zentral wichtig ist, dass wir nicht bewerten. Mhm. Wir sammeln erstmal nur, welche Optionen haben wir. Kein Bitte, damit komme ich bei meinem Chef nie durch. Kein Bitte, das ist zu teuer. Kein Bitte, das hat früher schon nicht geschafft. Erstmal wirklich sammeln und wenn's, auch wenn es auf den ersten Blick der größte Schwachsinn ist, sammeln wir wirklich die Optionen, die wir haben. Ja. In unserer jetzigen Situation muss es ein bisschen aufweiten. Da geht es nicht nur um Optionen, da geht es auch um Szenarien. Also aus diesen Fakten heraus kannst du sagen, okay, zu welchen Optionen führt das? Bedeutet für uns jetzt aber, welche Szenarien bedeutet das? Und da kann ich jetzt mal ganz grob sagen, wir haben im Moment zwei mögliche Szenarien. Mögliches Szenario Nummer eins ist, wir kommen völlig mit dem blauen Auge davon. Also, dass die Anzahl der neuen Infektionen wird abnehmen. Wir werden weiterhin kaum statistisch relevante Todesfälle haben. Einfach mal eine Zahl, warum ich das so... Das soll überhaupt nicht abwertend sein. Das ist um jeden einzelnen Menschen entsetzlich. Wir haben allerdings 25.100 Tote bei der Grippewelle 17/18 gehabt in Deutschland. Und im Moment haben wir, glaube ich, Stand heute 189 Corona-Tote. Also nur um das mal in Relation zu setzen. Nicht 1718, sondern also wirklich die letzten Jahre. Ne? Genau, bei der letzten Grippewelle, ja? Also 2017, 2018, genau. Ja? Das ist Szenario 1. Also es läuft alles sehr sanft und wir können in ein paar Wochen sagen, wow, geil, wir haben es überstanden. Das ist Szenario 2. Szenario 2 ist, es kommt richtig mit Schmackes. Szenario 2 ist, das fette Ende steht jetzt noch bevor. Das wird auch hier so laufen, dass in ein paar Tagen, vielleicht in ein oder zwei Wochen, die Intensivstationen überlastet sein werden und uns es richtig erwischt. Aus meiner Sicht, nochmal, ich bewerte es überhaupt nicht. Also ich habe zwar eine persönliche Meinung, aber ich bin echt kein Virologe. Also ich werde mir verkneifen, meine persönliche Meinung hier kurz zu tun. Aber ich habe für beide Szenarien keinen Proof. Ich habe weder Fakten, die eindeutig mich annehmen lassen, und zwar wirklich eindeutig, dass wir alle mit dem blauen Auge da vorbeikommen. Und ich habe aber auch keine Fakten, die mich eindeutig annehmen lassen, dass es uns richtig fett erwischt. Und da kommt wieder der Pilot. Als Pilot, wenn ich keinen Proof habe, dann bereite ich mich auf beides vor. Ja? Wenn unser Triebwerk vibriert, ja, dann läuft das Ding, das macht Leistung, aber ich kann einfach nicht ausschließen, dass es uns gleich um die Ohren fliegt. Und solange ich das nicht ausschließen kann, bereite ich mich darauf vor. Hoffnung in einem Cockpit ist ein Scheißplan. Deswegen ist es eine Option. Ja, du sagst, es ist möglich, ich kann es nicht ausschließen, es ist eine Option. Übrigens, ganz kurz für die Zuschauer zu Hause, mein Tipp ist, nehmt euch mal kurz einen Zettel. Weil ich habe gesagt, Elefantencampus ist nicht nur, wir machen hier so ein bisschen nette Gespräche und ein bisschen High-Detail-Motivation, sondern ich möchte euch wirklich durch die Expertise der Experten, die ich einlade, möglichst viel Mehrwert mitgeben durch Systeme, die ihr anwenden könnt, die funktioniert, die so wertvoll für euch sein können, wie wenn ihr sie in einem Seminar gelernt hättet, wo ihr eine Menge Geld für bezahlt hättet. Ja? Nur eben im Rahmen der Situation, kostenlos, aber verdammt guter Inhalt, Persönlichkeitsentwicklung für Fortgeschrittene. Ich merke, einige, ein, zwei schreiben jetzt schon, es ist halt ein bisschen komplexer als letztes Mal. Jein, mein Tipp ist, macht euch wirklich einen Zettel und schreibt euch da mal Order oder F und Order drauf und macht euch dann zu jedem Buchstaben die Notizen. Und auch kurz das, was heißt das eigentlich? F steht für Fakten, O steht für Optionen, welche Optionen gibt's? Und schreib dir dann noch deine Optionen bzw. deine Gedanken dazu mit auf, sodass es für dich wirklich ein Learning ist, mit dem du auch rausgehen kannst, das du morgen anwenden kannst. Na, sonst war es eine nette Stunde, die wir zusammen verbringen. Aber wenn du das Prinzip wirklich verstehst, dann wird es dir echt bei den Entscheidungen treffen. Zum einen, viele müssen jetzt Business-Entscheidungen treffen. Viele müssen jetzt private Entscheidungen treffen. Viele haben in den nächsten Wochen vielleicht Entscheidungen, von denen sie noch gar nichts wissen. Und dann dieses Tool dabei zu haben, kann mega mächtig sein. Meine große Bitte ist, nimm dir einfach die Zeit, das für dich so zu verarbeiten, wie es dir hilft. Und mein Tipp ist, ich mache es gerade selbst genauso. Ich habe hier schon mal 5.000 Euro daneben geschrieben, als Erinnerung an dieses, auf Basis der Fakten, würdest du 5.000 Euro drauf wetten?
Ja, wenn nein, dann sind wir schon bei den Assumptions. Optionen, ne, in dem Fall jetzt Szenarien. Das ist für dich wahrscheinlich mit Optionen, Szenarien erstmal eins, genau. Und dann gehen wir noch den Rest durch. Aber bleib da bitte dran, da kommt richtig guter Stoff, das weiß ich, weil ich kenne Peter in dem Fall so gut, dass ich weiß, das wird euch dienen. Ja, und so schalte ich auch wieder rüber zu dir. Wir waren gerade noch bei Optionen und bei der aktuellen Situation. Ich übergebe nochmal an dich, Peter. Wie geht's weiter zu guten Entscheidungen? Ein ganz wichtiger Punkt und einer deiner Zuseher oder Zuhörerinnen hat gerade gesagt, es ist vielleicht ein bisschen komplexer als beim letzten Mal. Der Knackpunkt ist, wir haben eine komplexe Situation im Moment. Ja? Und easy going, playing vanilla, wenn es leicht wäre, könnte es jeder. Also, das ist wirklich so schön, Wetterkapitäne gibt es echt genug. Also ganz ehrlich, ein Airbus bei strahlend blauem Himmel, wenn alles perfekt ist, von A nach B zu bringen, das bringe ich dir im Simulator in 2 Tagen bei. Also wenn du ein bisschen PlayStation-Erfahrung hast, ja, bringe ich das jedem normalerweise, wenn alles passt, ja, unter Idealbedingungen, ist es easy. Wir haben aber im Moment keine Idealbedingungen. Wir haben, und nicht nur im Moment, sondern ich möchte es mal von dieser Corona-Krise losmachen. Es gibt im Leben einfach Situationen, da hast du keine Idealbedingungen. Die gute Nachricht ist, wir haben ein bisschen mehr Zeit. Am Hudson River, da dieser Airbus, die hatten 208 Sekunden. 208 Sekunden von dem Moment, wo die Triebwerke ausfallen, bis zu dem Moment, wo sie unten waren. Ja, ist auch paradox. 208 Sekunden hatten die für den ganzen Prozess, für das ganze Ding. Der Prozess danach, um rauszufinden, ob die Entscheidung richtig war, hat 18 Monate gedauert. Ja, also nur um das. Wir haben jetzt Gott sei Dank alle ein bisschen mehr als 208 Sekunden. Deswegen kann man sich auch hinsetzen und sich wirklich in Ruhe diesen Zettel, wie du gerade gesagt hast, dieses Prinzip aufschreiben und das echt mal durchdenken. Welche Optionen habe ich? Welche Szenarien bedeutet das? Ja. Jetzt sind wir schon in der Kacke drinnen. Natürlich, wenn ich sowas mache, bevor ich es brauche, ist viel besser, weil dann habe ich einen Plan, wenn ich es brauche. Nichtsdestotrotz sind wir jetzt eben gerade in der Situation. So, wenn ich diese Optionen habe, das R von Order steht für Risks and Benefits. Jetzt überlege ich mir, welche Risiken sind damit verbunden, welche Chancen, welcher Nutzen ist damit verbunden. Dass man das einfach versteht, auch wieder zum Hudson-Unfall zurück. Die Option nach LaGuardia zurückzugehen, wäre eigentlich aerodynamisch die beste gewesen. Mhm. Weil ein Flugzeug unter Volllast, das steigt steiler, als es im Segelflug sinkt. Also aerodynamisch super. Problem ist nur, dass LaGuardia von dicht besiedeltem Gebiet umgeben wird. Das heißt, wenn das schief geht, bringen wir nicht nur uns um, sondern auch die Menschen, die da leben. Also eigentlich eine gute Option, verbunden mit einem brutalen Kollateralrisiko, fliegt also raus. Teterboro war relativ schnell klar, da kommen wir nicht hin. Da kommen wir einfach nicht hin. Wir sind nicht hoch genug. Also wir erreichen es. Fliegt also auch raus. Bleiben noch 2 Sachen übrig. Hudson River und Supermarktparkplatz. Und ich glaube, wenn ich die beiden verbleibenden Optionen sehe, ist jetzt die Entscheidung nicht mehr ganz so schwer. Ja. Ja. Und genau das Gleiche kann ich jetzt eben auch machen. Ich kann mir überlegen, welche Optionen habe ich. Mhm. Das, was ich momentan erlebe, auch gerade in unserer Branche, ist blinder Aktionismus. Also da jeder macht irgendetwas. Ja. Das ist aber meistens durch Panik gesteuert. Ja. Panik in einem Cockpit ist scheiße. Entschuldigen, wenn ich das so landwirtschaftlich schon wieder ausdrücke. Ja. Das ist kein guter Plan. Alles aus Angst und aus Panik gesteuert. Und nochmal, ich weiß, dass es viele Menschen da draußen gibt, wir haben heute den 25., die in ein paar Tagen ihre Miete überweisen müssen und nicht wissen, wie sie das tun. Das weiß ich. Nichtsdestotrotz, so schwer wie es ist, wir müssen es jetzt schaffen, in so eine Metaposition zu gehen und zu überlegen, okay, mal losgelöst von der Panik, was ist jetzt das Richtige? Ja? So, und dann klopfe ich diese Dinge ab. Ich klopfe also die Risks und die Benefits ab, also die verschiedenen Optionen, die verschiedenen Szenarien, welche Risiken sind für mich damit verbunden, welche Chancen sind für mich verbunden. Die gute Nachricht ist, ihr habt den ganzen Abend Zeit, ihr habt morgen dafür Zeit, ihr habt übermorgen dafür. Die meisten von uns sind gerade eh zu Hause eingesperrt. Wir haben eh nichts Gescheites zu tun. Ja? Und dann machen wir das halt. So, das war das Risks and Benefits. Das D steht für Decision. Jetzt muss ich eine Entscheidung treffen. Jetzt muss ich was machen. Was machen wir außerhalb der Krise? Uns ist klar, was wir tun müssten. Wir treffen aber keine Entscheidung. Wir gründen einen Arbeitskreis. Ja, im Unternehmen gründen wir einen Arbeitskreis. Wir unterhalten uns darüber, was macht das jetzt mit mir? Dann kommen die Berufszweifel, dann wird alles hin und her gekaut. Das ist ja wirklich, jetzt mal außerhalb einer Krise, du sagst schon, du sagst, boah, ich habe Bock auf Eis, ich glaube, ich gehe jetzt in die Eisdiele, ich kaufe mir ein Eis. Ja? Dann garantiert sagt jemand,
Das können Salmonellen haben. Ja, können es. Ja? Also wir können alles zerreden. Du musst eine Entscheidung treffen. Und nochmal, der Witz an der schweren Entscheidung ist, dass du sie in einem Zustand von Unsicherheit treffen musst. Mhm. Du kannst im Moment nicht sicher sein. Ja? Wenn du versuchst, sicher sein zu wollen, ja. Das Einzige, was das auslöst, ist ein Stuck-Stay. Und Alex, davon kennst du, das ist der Zustand, wenn du die Leute wirklich in Hypnose gesetzt hast, genau, die, ja, sich nicht mehr bewegen. Das ist faszinierend, das zu sehen, wenn du das mit jemandem machst, ist aber für die Entscheidungsfindung und auch für die Zukunft ein blöder Plan, wenn die nicht rauskommt. Ja. Weil wenn du die Entscheidung nicht triffst, dann trifft die jemand anders für dich. Ich finde auch, das, was du vielleicht ganz kurz ein Wort das mega, was mega wertvoll ist, was du gerade gesagt hast und was ich nochmal kurz rausholen möchte für alle nochmal, ist wirklich dieses, wenn du keine Entscheidung triffst, triffst du jemand anders. Keine Entscheidung zu treffen ist auch eine, aber vor allem für mich so das Wichtigste war, wichtige Entscheidungen. Klar, es gibt Entscheidungen, wo es eh wurscht ist und die fallen uns ja auch meistens leichter. Ja, aber die wichtigen Entscheidungen, da wo wir nicht so genau wissen, oh, wie mache ich es jetzt, die sind meistens wichtig, weil was dranhängt. So, und deswegen tun wir uns dann ja schwer. Und da wirklich zu wissen, hey, aufgrund dessen, dass es nicht eine 100% klare Entscheidung gibt, die man vorher finden kann. Und deswegen per Definition kann ich die richtige oder die zweitbeste Entscheidung treffen. Ja, ich glaube, das kann kombiniert mit dem Wissen, dass keine Entscheidung zu treffen, also die dritte oft noch schlechter ist als beide, einen schon auch ein bisschen entlasten und es leichter machen, dass überhaupt eine Entscheidung passiert und dann geht was voran. Vielleicht in die perfekte Richtung, vielleicht in die zweitbeste. Aber halt nicht in die drittbeste, nämlich die, wo gar nichts passiert, Stuck State. Ja. Wir kommen ja auch noch zu dem Punkt, was ich mache, wenn es die falsche Entscheidung war. Weil das ist ja irgendwie logisch, weil du musst eine Entscheidung in einen Zustand treffen, wo du nicht sicher sein kannst. Also müssen wir den Rest auch noch irgendwie vorstellen. Ja. Aber hier ist mir erstmal wichtig, weil ich erlebe so häufig, dass die Leute sich totstellen, dass die Leute dann da sitzen, wie der Ochs, wenn's blitzt, dass die Leute warten auf ein Wunder und oder am besten noch schöner dann schreien, da muss die Regierung was machen oder dann müssten die was machen oder müssen Leute, wenn wir nicht die Verantwortung für uns übernehmen, dann macht es jemand anders. Und Entscheidungen treffen heißt Verantwortung übernehmen. Also das meine ich mit Decision. Ja. Das E von Order steht für Execution, also das O, Options, ja, Szenarien, das R für Risks and Benefits, das D für Decision und das E steht für Execution oder noch besser Execute, also ausführen. Dann muss ich es auch machen. Ja. Ich weiß nicht, ob dir bewusst ist, dass die Entscheidung, alleine sich in einem Fitnessstudio anzumelden, nichts bringt. Das macht keinen Unterschied. Also du kannst tausendmal sagen, ich bin zu fett, ich muss ein bisschen Sport machen, ich melde mich in einem Fitnessstudio an, ja. Da passiert nichts. Du musst auch hingehen und musst es dann auch machen. Ja. Und das bedeutet eben ganz konkret auch in der jetzigen Situation, wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, dann muss ich bestimmte Dinge auch vollziehen. Dann muss ich es auch machen. Und hier kommt eben wirklich wieder das Fiese ins Spiel. Nachdem wir uns halt nicht hundertprozentig sicher sein können, ist im Moment einfach so. Ja. Dann haben wir so ganz viele, da kommt der kleine Zweifler mehr, der dann sagt, oh, soll ich doch, und ist es doch richtig, und dann kommen wohlmeinende Leute von außen, die mir sagen, oh, hast du das gut überlegt, ja, und so diese ganzen Spiele gehen dann los. Fakt ist, wenn du die Frage dir stellst, hast du es dir gut überlegt, wenn du diese drei Schritte bis jetzt gemacht hast, hast du es dir gut überlegt, dann auf dem Punkt, wo du jetzt bist, dieser Informationsstatus, den du jetzt hast, die Situation, in der du dich jetzt befindest, in diesem Moment ist das die richtige Entscheidung. Und dann musst du es auch machen. Execute. Zieh es durch. Ja. Also nicht einfach nur was beschließen und dann hoffen, dass das Wetter wieder schöner wird, sondern es auch wirklich machen. So, und jetzt kommen wir zu dem letzten Punkt. Das R steht für Review oder Reassess. Und das bedeutet, nachdem ich von Anfang an nicht hundertprozentig sicher sein konnte, ist das, was ich gerade mache, ist das das Richtige? Bringt mich das in die richtige Entscheidung? Bringt mich das in die richtige Richtung? Nachdem ich da von Anfang an nicht sicher sein konnte, muss ich jetzt überprüfen, was sind die Auswirkungen meiner Entscheidung? Wo führt das eigentlich gerade hin? Also bringt mich das in die richtige Richtung oder bringt mich das in die falsche Richtung? Banal, wenn ich dir Fliegen beibringe, dann starten wir irgendwann und dann sage ich dir irgendwann, jetzt flieg mal dahin. Ja, dann lenkst du schön dahin und wir fliegen. Aber jetzt kommen ja ständig Einflüsse. Es kommt Wind, es kommen Turbulenzen. Das heißt, du musst permanent korrigieren. Du musst permanent deinen Kurs korrigieren. Und das Gleiche ist es auch. Ich muss
ich treffe heute eine Entscheidung. Zum Beispiel, ich treffe eine Entscheidung, eine Aktie zu kaufen. Dann muss ich mir immer mal anschauen, entwickelt sich die Aktie so, wie ich mir das vorher überlegt habe. Oh. Ich treffe vielleicht die Entscheidung, dass ich mein Kind auf eine bestimmte Schule schicken will. Hm. Und in dem Moment, wo ich diese Entscheidung getroffen habe, war die richtig. Und dann muss ich aber gucken, sag mal, wie geht es dem Kind auf dieser Schule? Oh. Also, wie entwickelt sich das Kind? Ja. Fühlt sich das Kind da wohl? Ja. Ja? Ich bin ja ein Mensch, der ist ja das Kindeswohl viel, viel wichtiger als schulische Leistungen, weil vielleicht meine eigene Historie, ich habe ja da selber abgekackt, also insofern lege ich da nicht ganz so viel Wert drauf. Aber geht es dem Kind eigentlich gut? Und wenn ich merke, dass es dem Kind dann nicht gut geht, und zwar dauerhaft nicht gut, also nicht mal nur aus einer Laune heraus, dann muss ich meine Entscheidung korrigieren. Und das ist doch, dabei ist doch auch nichts Schlechtes. Ja. Also wenn wir merken, wir werden vom Wind versetzt im Flieger, dann lenken wir halt wieder in die Richtung, wo wir hinwollen. Ja? Und wenn ich merke, dass ich eine Entscheidung getroffen habe und es passiert das Falsche, das ist nicht, das löst nicht mein Problem, dann korrigiere ich sie halt in Gottes Namen. Deswegen bin ich doch kein schlechterer Mensch und deswegen bin ich doch kein Versager, ja, sondern ich bin ganz, ganz einfach jemand, der was unternommen hat. Und wenn es nicht in die Richtung geht, die ich will, dann korrigiere ich es. Ja. Kurze Zwischenfrage für mich. Ich bin ja immer so ein Fan von Loops. Ne? Der eine oder andere kennt Modelle, die loopförmig sind von mir. Ich sehe hier schon irgendwie Loop. Ich habe das Gefühl, nachdem ich hier durch bin und bei Review angekommen bin, kann es, wenn ich nicht sage, yes, war geil, bleib, machen wir weiter so, ja dazu führen, dass wir dann wieder von vorne anfangen, oder? Ja, logisch, böse Zungen sagen, ey, Brandl ist doch nichts anderes als ein klassischer Management-Kreislauf. Richtig, das ist, ja. Ich meine, das ist ja auch nichts, Alex, wo wir beide als erste Menschen auf dieser Welt drauf gekommen sind. Ja. Das ist eine Schleife, deswegen heißt es ja Loop, ja. Ja, die sich permanent weiterentwickelt. Ja. Und natürlich. Also war auch keine Kritik, weil es nur mal eine generelle Frage zu sagen, hey, das heißt basically, wenn wir merken, Review, wir müssen was anderes machen, gucken wir dann wieder nach Options und gehen dann wieder durch, was die mit sich bringen. Oder? Ja. Cool. Du könntest auch das F könntest du auch Feedback nennen, aber Ort-Dev klingt halt blöd. Also, Ort-Dev kann sich wieder keiner merken, ja. Wieder kein Mensch merken. Aber letztendlich hast du vollkommen recht. Das ist ein Kreislauf, der vollkommen Sinn macht. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, was ich auch immer spannend finde, dass Menschen zu einer falschen Entscheidung ewig lange stehen. Und ich frage mich immer, warum? Also, du merkst, du hast eine scheiß Entscheidung, dysfunktionale Entscheidung getroffen. Und du merkst, es ist Asche und das, was jetzt gerade passiert, ist Asche. Aber die Leute korrigieren die Entscheidung nicht. Ich frage mich immer, warum? Weil wir es gesagt haben. Also ich habe vielleicht ganz kurz dazu eine Idee, weil ich genau das kürzlich selber erleben durfte. Also ich habe allein bei diesem Corona-Ding, ja, gebe ich ganz offen zu, ich war bis vor ungefähr 10 Tagen, es war der Donnerstag, der 12., das weiß ich noch, oder der 11., so um den Dreh, ja. Bis dahin gehörte ich auch noch zu denen, die sagten, hey Leute, wenn wir ehrlich sind, das ist eine Grippe, die Zahlen sind so und so. Zu dem Zeitpunkt waren es in Deutschland noch irgendwie, ich glaube, 2 Tote oder 5 oder so. Ja, in meinem Kopf waren es noch 2, weil ich noch nicht die aktuellen Daten hatte. Ich dachte, es sind bisher 2000 Angesteckte, 2 sind gestorben. Einer davon war 96, der andere war 65 und nicht in Deutschland, sondern in Ägypten. Da ist halt auch die Versorgung nicht so gut. Es ist als Einzelschicksal schrecklich. Aber deswegen so eine Panik zu machen und Klopapierhamster zu kaufen, ist doch eigentlich nicht notwendig. Und habe auch gesagt, unsere Events bleiben jetzt erstmal stehen, wir gucken erstmal noch. Und dann war es nur 2 Tage später schon klar, okay, das nimmt jetzt eine Entwicklung an, die müssen wir sehr ernst nehmen. Und dann war klar, okay, noch bevor der Staat es uns verbietet, werde ich meine Teilnehmer bitten, verschiebt eure Teilnahme, wir machen es euch kostenlos, aber dann könnt ihr planen, wir können planen, da wird es so nicht stattfinden können wahrscheinlich. Und tatsächlich habe ich da auch gemerkt, wie ich an genau diesen Punkt kam, wo ich mich selbst erwischt habe, wie ich diesen Schritt fast nicht gemacht hätte, einfach aus der Überlegung raus von, nee, das ist ja meine Meinung. Und ich glaube, ganz oft fällt es uns schwer, die eigene Meinung zu verändern, weil wir halt Angst haben, wie sieht denn das aus, stehe ich nicht zu dem, was ich gestern gesagt habe. Aber inzwischen ist mir sogar der Politiker lieber, der sagt, der im übertragenen Sinne sagt, was schert mich mein Geschwätz von gestern, wenn es inhaltlich bedeutet, ich habe neue Fakten oder ich habe noch klüger drüber nachgedacht. Sorry Leute, aber der Kopf ist rund, um die Meinung zu ändern, damit die Gedanken die Richtung wechseln können. Ich habe jetzt eine neue Meinung und dann kann ich nicht die alte haben, wenn ich die neue richtiger finde. Ja.
Und das Ganze nennt man Reassessment. Ja? Da gibt es sogar einen Namen dafür. Ja. Und das noch ein kleines bisschen komplexer zu machen, wir leben in einer dynamischen Umwelt. Guck mal, bis vor ein paar Wochen hat jeder von Agilität, VUCA-World und bla 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 geredet. Jetzt wissen wir, was und jetzt, gemeint ist. Voilà, haben wir eine VUCA-Situation und alle kriegen Panikattacken. Der Witz ist, dass ein dynamisches System, je stärker die Dynamik ist, umso häufiger musst du diese Reassessment-Schleife machen. Ja? Weil das ist so ein bisschen die einzige Kritik, die ich habe an diesem Loop-System, an das es immer noch, obwohl es ein Loop ist, dass es immer noch so was Lineares hat. Also wir steigern uns immer auf ein höheres Niveau. In einem dynamischen System kann einfach morgen komplett die Karten neu gemischt werden und dann musst du dir komplett wieder neu anschauen, welche Situation habe ich jetzt. Ja. Ja? Ich möchte aber noch einen Punkt dazu sagen. Warum revidieren wir Entscheidungen nicht? Das eine ist aber, was wir gesagt haben. Es gibt meines Erachtens noch zwei weitere Gründe. Wir haben es gesagt und wir wollen jetzt nicht, wir wollen so, ja. das nennt man den Compliance-Effekt. Wir neigen dazu, mit dem, was wir heute tun, das, was wir gestern getan haben, zu bestätigen oder zu begründen. Ja. Ja? Das ist der eine Effekt. Der zweite ist aber, warum korrigieren wir es nicht? Einfach Bequemlichkeit. Ich habe eine falsche Entscheidung getroffen, aber da bin ich wenigstens sicher. Also die Situation ist jetzt scheiße, aber ich weiß, was ich habe. Ja? Aber die Scheiße kenne ich. Den Scheiß kenne ich. Das Mädel ist eng, aber es wärmt. Ja. Also wenn ich jetzt wieder eine neue Entscheidung treffe, begebe ich mir ja schon wieder in Unsicherheit. Ja? Und manche Menschen haben vor dieser neuen Unsicherheit noch mehr Angst, also vor der Scheißsituation, in der sie gerade sind. Nochmal, ich bringe das immer so ein bisschen platt und ich mache mich immer so ein bisschen lustig drüber. Das heißt überhaupt nicht, dass ich nicht wahnsinnig auch mitfühlen kann. Ich habe wirklich heftigste Sachen erlebt und mit Menschen auch begleitet, die in unglaublich in beschissenen Situationen waren. Mhm. Nichtsdestotrotz, wenn die Situation schon scheiße ist, dann kann man doch wenigstens noch mal einen Witz drüber machen. Finde ich. Ja. Das eine ist, ich habe es gesagt, das zweite ist Bequemlichkeit und das dritte, und das ist der in meinen Augen der heikelste Fall. Der dritte ist nämlich Ego. Das sind die Ego-Trips. Das ist jetzt, ich hab's im Griff. Ja? Und deswegen ums Verrecken nochmal. Ja? Und ich will der beste Krisenmanager sein. Und plötzlich kommt so ein Krisenmanagement-Wettlauf ja? in Gang. Und das ist, ich muss ja jetzt durchsetzen, dass meine Entscheidung, die muss ja richtig gewesen sein, weil sonst stehe ich ja blöd da. Und das ist in meinen Augen das Gefährlichste. Ja. Weil wenn sowas nämlich passiert, dann geht das Großhirn, was der vernünftige Verstand ist, das sagt, ich bin dann mal weg. Ja? Und deswegen halte ich das für das Kritischste. Und dann kann sich jeder selber mal fragen, und da nehme ich mich selber nicht aus. Da nehme ich mich überhaupt nicht aus. Weil, hey Alex, natürlich habe ich ein Ego-Thema, deswegen bin ich Speaker geworden. Ja. Natürlich. Ich meine, ganz ehrlich, keiner von uns in unserer Branche gibt es niemanden, der kein Ego-Thema hat. Da kann man auch sagen, warum nicht? Ich stehe drauf, wenn mir 1.000 Menschen oder 5.000 Menschen Standing Ovations geben. Ich mag es. Ja? Nichtsdestotrotz sollten wir, und du kannst dir überlegen, im Cockpit, würdest du gerne, wie wäre es, wenn du in einem Flieger sitzt, du hinten, und hättest du dann Bock zu wissen, dass deine Cockpit-Crew da vorne das den Ego-Thema hat? Wahrscheinlich nicht. Du kannst ja auch die Frage stellen, wenn du deine Kohle in irgendeinem Unternehmen angelegt hast, ja, hättest du Bock, dass das Management ein Ego-Thema hat? Obacht, eine Fangfrage, weil hier wird es schon viel schwerer. Ja? Aber du kannst es genauso runterbrechen für Entscheidungen mit deinen eigenen Kindern. Warum triffst du die Entscheidungen? Triffst du die aus Ego, weil du möchtest, dass das Kind mal was Besseres wird als du? Weil du möchtest, dass das Kind eigentlich wird, was du willst? Diese Ego-Nummern sind, glaube ich, in meinen Augen noch die viel gefährlicheren Motivatoren in diesem ganzen Ding da rein. Ja. Weil die ganz, ganz, ganz bekloppte Sachen noch machen. Ja. Oh Mann. Krass. Mein Lieber, es gibt mir gerade einen schönen, also dass du Luft holst, gibt mir eine schöne Chance, weil damit sind wir ja durch das System selber ein bisschen durch. Also was heißt Order und was heißt nochmal das F? Ich wurde auch gerade nochmal gefragt. Ich fasse es nochmal kurz aus meiner Laiensicht zusammen, dann kannst du mich ergänzen oder korrigieren. Das F steht erstmal für welche Fakten weiß ich. Was ist wirklich ein Fakt? Und was sind Annahmen, die nicht gesichert sind? Und um das beide zu unterscheiden, ist diese 5.000 oder gerne 50.000 Euro Wette mit sich selbst vielleicht ein ganz guter Hinweis. Oft bewegen wir uns bei Assumptions. Assumptions, das hast du vorhin so schön gesagt, besteht aus ein paar Buchstaben, aus Ass.
you and me, because to assume makes an ass of you and me, macht mich und dich zum Arsch. Mit anderen Worten, ist nicht dienlich, um es weniger landwirtschaftlich auszudrücken. Dann haben wir fünf Buchstaben, O-R-D-E-R. Und während ihr meine Schrift vielleicht nicht ganz lesen könnt, fasse ich es nochmal in Worten zusammen. O steht für Option. Welche Möglichkeiten habe ich jetzt überhaupt zu entscheiden? Ja, manchmal denken wir haben nur zwei, vielleicht gibt es ja eine dritte. Was sind überhaupt die Optionen und was gehen mit denen für Risiken und Benefits, also Risiken und Vorteile einher? Damit kann ich dann abwägen und eine Entscheidung machen. Decision. Hier kommen die Entscheidungen schon ins Spiel. Aber nachdem ich sie entschieden habe, sonst hieß das System ja Ort. Das hilft noch nichts. Ort allein, ne, vor allem mit F, bringt uns vielleicht fort, aber noch nicht weiter. Deswegen kommt noch E wie Execution, zu Deutsch Handlung. Jetzt musst du es umsetzen. Und Review wie Reh, nochmal, oder Darmwild. View, gucken. Ja, nochmal hingucken. Ja, jetzt gucken wir, funktioniert das wirklich so, wie ich es mir gedacht habe. Und so kommt Order, Optionen, Risiken und Benefits, Entscheidungen, Ausführung und Review mit dem F zuvorder zu einem System, mit dem wir leicht Entscheidungen treffen können. Lieber Peter, lege ich in der Zusammenfassung damit richtig oder hast du noch was zu ergänzen? Du, damit liegst du mit diesem Ding super, super richtig. Und das ist so ein klassisches Prinzip, wie man eine Entscheidung für sich einfach rastern kann. Ja, das kannst du in der, das kannst du machen, wenn alles schick ist, ja, dann ist es angenehmer. Ja. Aber natürlich gerade in so einer schweren Situation, wie wir jetzt haben, wo wir schwierige Entscheidungen treffen müssen, ist das ein Konzept, was im Cockpit sehr, sehr hilft. Ja. Ja? Mega wertvoll, mega magisch. Tatsächlich habe ich noch eins, was ich schnell reinwerfen möchte. Nämlich, liebe Zuschauer, die jetzt noch da seid, erstmal danke und bleibt noch kurz dran. Wir überziehen ein kleines bisschen die 19 Uhr, weil wir haben auch ein bisschen später angefangen. Ja, ich möchte euch schon die komplette Stunde purer Mehrwert mit Peter heute hier geben. Eins ist mir noch wichtig, wir machen das Ganze ja live. Nicht nur, weil wir euch dann sehen können, wie ihr kommentiert, sondern auch, damit ihr Fragen stellen könnt. Damit es wirklich interaktiv werden kann, wie wenn wir jetzt live vor Ort wären und irgendwo im Publikum hebt jemand die Hand und der Mic Runner kommt zu ihm gerannt und sagt, hier, Mikrofon, steh auf. Und dann sage ich, und wie heißt du? Und dann sagt derjenige, Martin. Und dann sagen alle, hallo Martin. Und dann darf Martin endlich was sagen. Und während wir uns das Kladderadatsch heute sparen, habt ihr heute ähnliche Möglichkeiten, nämlich uns eine Frage zu stellen. Ja, und zwar in Schriftform. Im Chat, direkt unter dem Video, in dem Facebook-Live-Video. Und da bis jetzt schon ein paar, da sind aber noch nicht hunderte, ist jetzt nochmal die offene Challenge, die kleine Herausforderung. Bitte stellt uns auch eure Fragen. Ja, wenn es eine Frage an einen von uns ist, gerne den Namen, an wen ihr stellen wollt, voraus. Aber an sich, glaube ich, ist heute vor allem Zeit, Peter Fragen zu stellen, denn er ist unser Special Guest. Mich habt ihr ja öfter. Und deswegen, ja, deine Fragen für Peter, die sich jetzt aus dem Vortrag gegeben haben oder die drumherum, entweder A an ihn an sich oder B zum Thema Entscheidungen an sich hast, bitte schreib es in die Kommentare. Vanessa, meine Liebste, ist einen Raum weiter, checkt an ihrem Endgerät, wo sind Fragen, schickt sie mir weiter. Ich werde dann aufs Handy schauen, nicht aus Desinteresse, sondern aus Interesse, um hier nachzuschauen, was sind für Fragen angekommen. Und dann werde ich diese Fragen Peter stellen und wir werden so viele wie möglich, kann ich versprechen, alle, aber so viele wie möglich davon noch im Q&A-Part am Schluss beantworten, um ja, da noch mehr Wert für euch zu bieten und euch auch die Fragen zu beantworten, die ihr mitgebracht habt. Jetzt aber zurück zu Peter mit meiner nächsten Frage. Vorder haben wir damit verstanden und haben damit tatsächlich ein System, mit dem wir im Alltag Entscheidungen treffen können. Du hast schon so ein bisschen diese Hudson River Story angeteasert und die aktuelle Situation auf jeden der fünf Buchstaben oder sechs Buchstaben draufgelegt. Zum einen bin ich natürlich richtig neugierig, wie diese Hudson River Story weiterging und wie vielleicht die weiteren Buchstaben bei denen noch genau waren. Ich glaube, wir kamen bis Optionen, aber vielleicht kannst du da noch ein bisschen was zu erzählen, was da war und was wir da noch draus lernen können. Und danach habe ich noch ein, zwei Fragen zur aktuellen Situation und deinen Ideen dazu. Aber erstmal Hudson River, war das schon die volle Story oder sind da noch ein paar Nuggets, die du uns noch mit reinwerfen kannst? Da gibt es noch eine ganze Reihe von Nuggets. Also eine... Vielleicht ganz kurz, erzähl mal kurz, was da passiert ist. Für die, wo es schon lange her ist oder sagen, Hudson River, was, kann man das essen? Worum ging es? Essen kann man es meines Wissens nicht. Nein, das war 15. Januar 2009. Da ist ein Airbus A320, das ist so dieses Standardflugzeug, was auch hier normalerweise ständig rumfliegen sollte.
Die ist in New York gestartet, LaGuardia, einer der New Yorker Stadtflughäfen. Und die hatten relativ kurz nach dem Start, sind die mit einem Gänseschwarm kollidiert. Und zwar sehr weit unten, also unterhalb von 1000 Metern. Ja. Und das ist echt weit unten. Reisegeschwindigkeit sind 12 Kilometer, Reisehöhe sind 12 Kilometer. Das war unter 1000 Metern. Bei dieser Kollision, die war so wild, dass beide Triebwerke ausgefallen sind. Mhm. Das sind also beide Triebwerke ausgefallen und damit ist der Flieger zum Segelflugzeug geworden. Und dafür ist er nicht gebaut. Der fällt nicht wie ein Stein vom Himmel. Es ist ja ein Flugzeug, das möchte er fliegen, deswegen heißt es ja Flugzeug. Aber ein Airbus ist kein gutes Segelflugzeug. So, und dann waren die also im Gleitflug und mussten jetzt irgendwas machen. Und die sind dann eben 280 Sekunden später, nach dem Ausfall der Triebwerke, sind die auf dem Hudson gelandet. Und ich glaube, an die Bilder kann sich jeder, zumindest der damals schon gelebt hat und damals auch schon ein Bewusstsein hatte, ein Bewusstsein heißt ja schon, wenn er auf die Welt kommt, aber der in der Lage war, eine Nachricht zu verstehen, an die Bilder kann sich wahrscheinlich jeder erinnern, das ist damals passiert. Hm. Es gibt eine ganze Reihe von Nuggets, die man da jetzt noch rausziehen könnten. Einer der wichtigsten ist das, was der Sunberger, das war der Kapitän damals auf dem Flug, was der selber gesagt worden hat. Und zwar ist der gefragt worden, was ist ihr Geheimnis? Dann haben die Leute immer gesagt, ja, der war vorher Segelflieger, der war Militär, bla bla bla. Der Sandberger selber sagt, sein Geheimnis ist, dass er vorbereitet war. Und da frage ich immer, kannst du dich auf sowas vorbereiten? Sagen, kann ich nicht. Doch, kann man, klar. Du kannst als Pilot in einen Flugsimulator, wenn ich Linie fliegen muss, muss ich da alle 6 Monate rein. Ja. Ich muss immer wieder in so einen Simulator, muss trainieren. Und das kannst du aber im Unternehmen oder auch im Privatleben, kannst du dir die Frage auch immer stellen. What if? Wenn ich dir Fliegen beibringen würde, würde ich dich ständig fragen, was würdest du jetzt machen, wenn? Was würdest du jetzt machen, wenn? Was würdest du jetzt machen, wenn? Ich habe mal, nach einem Vortrag kam eine Frau zu mir, die sagte, Herr Brandt, ich war bei Ihnen schon mal auf dem Vortrag. Und nach dem ersten Vortrag habe ich meine ganze Familie zusammengerufen, weil wir leben in einem großen Haus, sagt die, auf einem großen Grundstück. Und habe mit meinen Kindern besprochen, was die machen sollen, wenn es brennt oder wenn Einbrecher im Haus sind. Ja, wo die hingehen soll. Und das muss man sich nochmal besprechen wir sowas mit den Kindern oder mit Managern, frage ich, wenn du heute Nachmittag, wenn wir hier auseinandergehen und du fährst nach Hause und hast einen Unfall, ja, und du bist 6 Wochen ausgeschaltet, nur ausgeschaltet, du kannst nicht kommunizieren, 6 Wochen lang, ist danach dein Laden platt oder wissen die Leute, was sie zu tun haben? Gibt es dann einen klaren Plan? Und das ist, glaube ich, eins der wichtigsten Nuggets, was wir jetzt eben gerade auch merken. Was wir jetzt gerade auch merken, ist die Situation, wenn jemand vorher seine Hausaufgaben gemacht hat, ja, dann hat es jetzt wesentlich leichter, durch so eine Krise durchzukommen. Ja, klar, ja, klar. Und wenn ich jetzt merke, dass ich die Schwierigkeiten habe, dann sollte ich vielleicht jetzt auch die Chance mal nutzen, um einfach meine Hausaufgaben zu machen. Und mir zu überlegen, okay, wie stelle ich mich danach wirklich neu auf? Und zwar so, dass das Ganze auch ein Zukunftsmodell hat. Ja. Tatsächlich ist das ein guter Einstieg für eine meiner letzten Fragen, bevor wir in eure Fragen gehen. Und zwar, Peter, eine Frage habe ich noch, und zwar mit der Situation, die jetzt da ist. Natürlich ist die bei jedem ein bisschen anders. Ja, sogar bei jedem sehr viel anders. Ist bei einer Pflegekraft und einem Arzt oder einem Polizisten oder jemand, der im Supermarkt arbeitet und jetzt noch an der Front ist, sozusagen, ganz anders als bei jemand, der von zu Hause arbeiten kann, und ist nochmal anders als bei jemand, der jetzt arbeitslos in Kurzarbeit, selbstständig, aber ohne Aufträge oder in einer anderen Situation ist, wo er zu Hause ist, aber irgendwie nicht viel tun kann oder eben nur Anlauf nehmen. Wobei ich finde gerade dieses Anlauf nehmen wichtig, und du hast ja auch gerade so schön gesagt, wenn wir schon zu Hause sitzen, dann könnten wir die Zeit wenigstens nutzen, um wirklich uns vorzubereiten fürs nächste Mal, aber auch für die Zeit danach. Und deswegen meine Frage jetzt ist folgende: Wenn die Situation jetzt so ist, wie sie ist, ja, und ja, sie ist bei vielen Leuten unterschiedlich, aber was sind Gedanken, sagen wir einfach mal breit gefächert, was sind Gedanken, die dir so kommen zu, wie können wir das jetzt, wie können wir diese Situation ein Stück weit als Chance nutzen? Ich weiß, wir können dieses Krise als Chance teilweise nicht mehr hören, weil wir sagen, hey, es ist wirklich eine Krise, es ist scheiße, aber ich sage gerne, naja, aber wenn es schon so ist, dann können wir trotzdem auch gucken, was kann man, wenn du den Nachteil eh hast, was ist der Vorteil? Und deswegen, was ist so deine Perspektive? Wie können wir jetzt diese Zeit nutzen, die hier ist, um Chancen daraus zu entwickeln, um zum einen jetzt besser durchzukommen oder halt danach besser loszustarten mit dem, was wir danach wieder tun? Du, ich stimme dir ab und zu voll zu. Also diese Krise als Chance, da habe ich mich schon immer schwer damit getan, auch lernende Organisation oder Nullfehler, ja, habe ich ja vorhin schon mal gesagt. Weil meine Situation natürlich, mein Vortragsgeschäft hat es erstmal völlig zerbröselt. Oder wenn du Kontaktverbot von 2 Leuten hast, also wie willst du dann irgendeine Veranstaltung machen? Das geht einfach im Moment. Ja. Privat ist es bei mir so, dass Katja, meine Frau, die kennst du ja auch, die sitzt in Los Angeles gerade, ich sitze hier. Ich bin 2 Tage, bevor Trump die Einreisesperre verhängt hat, bin ich zurückgeflogen, ja,
habe im Flug mitbekommen, wie mir hier meine Sachen abgesagt worden sind. Ja. Ich komme im Moment nicht dahin, sie kommt nicht her. Die einzige Möglichkeit, die ich habe, gerade mit meiner Frau zu kommunizieren, ist genauso, wie wir es gerade tun, über Zoom oder über Skype. Ja? Ja. Also die Situation ist im Moment beschissen. Ja? Und da brauchen wir jetzt nicht, das ist so. So, das, was wir jetzt haben, kann ich nicht ändern. Ja. Das ist im Moment so. Also ich kann nicht dafür sorgen, dass Trump diese Einreisesperre aufhebt. Ja. Kann ich nicht. Ich kann mir viel auf mich einbilden, aber das schaffe auch ich nicht. Ich kann nicht dafür sorgen, dass es nachher im Rewe Klopapier gibt. Kann ich nicht. Ja. So, was ich aber machen kann, ich kann, wie du es gesagt hast, ich kann mir überlegen, wie gehe ich mit der Situation um. Ja. Als Pilot bin ich immer chancenorientiert. Es muss ich sein. Ja. Darauf werde ich verdammt nochmal getrillt. Ich habe meinen Flugschülern immer, ich habe denen gesagt, die neigen ja manchmal dazu aufzugeben, oder? Da passiert richtig viel. Und das ist auch dein Job als Fluglehrer, deinen Schüler irgendwann mal, deine Schülerin irgendwann mal dahin zu bringen, dass die überfordert sind. Das gehört dazu. Und irgendwann wollen die alle mal aufgeben. Ich in meiner Ausbildung auch. Und dann, ich habe meinen Flugschülern immer gesagt, hey, aufgeben kannst du, wenn drei Bedingungen erfüllt sind. Erstens, ja, wir stehen an der Himmelstür. Zweitens, Petrus öffnet, ja, und Petrus weist sich aus. Ich will den Ausweis sehen. Und wenn der dann sagt, du kannst den Gashebel jetzt loslassen, dann in Gottes Namen kannst du aufgeben, vorher wird kämpft, verdammt nochmal. Diese, alles scheiße, ja klar, mich kotzt es auch mal an. Dann mach dir in Gottes Namen eine gute Flasche Rotwein auf, zelebriere einen Abend lang, dass es dir scheiße geht, mach den aber gescheit. Mhm. Dann mach's wirklich. Und am nächsten Tag nimm irgendwie 5 Aspirin. Wir haben keine andere Chance. Und nochmal, auch das ist eine Situation. Es gibt Menschen nicht sehr weit, 2 Flugstunden von hier weg, die im Moment wirklich um ihr Überleben kämpfen. Es gibt in der Situation, Menschen kämpfen um ihr Überleben. Es gibt Menschen in den Krankenhäusern in Italien, in den Flüchtlingscamps und so weiter, wo Menschen wirklich nicht wissen, wie es weitergeht. Da, und das bitte, das soll nicht in den falschen Hals kriegen. Aber ab und zu mal drauf konzentrieren, was wir auch in dieser beschissenen Situation eigentlich alles noch haben. Ja. Was da alles noch safe ist. Also sich darauf konzentrieren. Use what is in hands, hat mal ein Mensch in Südafrika in den Townships zu mir gesagt. Und das ist, glaube ich, ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt. Und sich dann zu überlegen, wie stelle ich mich jetzt neu auf? Und auch da kann ich mir die Sache machen. Wenn mein Businessmodell zum Beispiel vor der Krise schon scheiße war. Also Entschuldigung, wenn ich vor der Krise schon um jeden einzelnen Auftrag kämpfen musste, wenn ich da schon wirklich jeden Monat Gedanken machen musste, wie kann ich meine Rechnung bezahlen? Dann ganz ehrlich, dann wird das jetzt nicht besser. Ja? Dann wird das nicht plötzlich danach richtig super werden. Und bloß weil du dann jetzt ein bisschen mehr online machst, das verändert sich nicht. Sondern überleg dir wirklich, welchen Beitrag kannst du leisten? Wenn du in irgendeiner Art und Weise selbstständig bist, dann überleg dir, welchen konkreten Nutzen kannst du eigentlich stiften? Welches Problem löst du? Und die Frage ist manchmal so abstrakt, wenn du von mir ein Problem löst oder wenn du irgendein wirklich existierendes Problem löst, dann kaufen das die Leute auch. Wenn du angestellt bist, kannst du dir die Frage stellen, was kann ich tun, dass mein Chef, meine Chefin keinen Bock hat, auf mich zu verzichten. Dass selbst wenn, das hat zu mir vor 30 Jahren mal jemand gesagt, ich bin ja leider schon ein paar Jahre, ja, Gott sei Dank schon ein paar Jahre auf der Welt, leider schon ein bisschen älter. Vor 30 Jahren hat jemand zu mir gesagt, leb dein Leben immer, dass jeder Chef, wenn du irgendwo gehst, ja, dass jeder Chef zu dir sagt, Brandl, wenn du willst, dich stelle ich jederzeit wieder ein. Und das habe ich gemacht, als ich in der Kneipe Bier gezapft habe. Das habe ich gemacht, als ich geputzt habe. Das habe ich gemacht, als ich in der Fabrik an Dreischichten Akkord am Fließband gearbeitet habe. Und das versuche ich jetzt bei meinen Kunden auch nach wie vor zu machen, dass sie sagen, hey Brandl, wenn ich diese, wenn du willst, jederzeit. Ja. Oder? Und das, glaube ich, ist, da kann man diese Zeit jetzt auch ein bisschen für nutzen. Ja, sehr geil. Und in diesem Sinne kommen wir auch schon zu dem Q&A, auf den ich mich gefreut habe. Questions and Answers. Ihr fragt, Peter antwortet. Und da gehe ich doch mal ganz kurz hier in den Chat und die Fragen, die mir Vanessa geschickt hat. So. There we go. Ja. Weil das ist ein deutlich schönerer Prozess, als wenn ich jetzt auf durch ohne Ende Chats durchscrolle, ja. Sondern sie hat mir die richtigen Fragen geschickt. Und
Here we go. Also, ja gut, zuerst hatten wir was zum Thema, es klappt gerade nicht, das hat sich dann aber geändert und, na, jetzt aber. Ich finde, Peter könnte super als Geschichtenerzähler dienen. Ich finde seine Stimme mega warm und tief, schreibt Jan Kratz. Und Jan, ich kann dir nur sagen, yes, Peter ist Geschichtenerzähler, hauptberuflich. Wir nennen das heute Speaker. Aber sehr schöner Einwurf. Jetzt kommen wir zu den Fragen. Na? Jetzt. Jan fragt, wie lange sollte man überlegen und ab wann sollte man einen Gedanken eventuell verwerfen? Also wie viel Zeit nehme ich mir denn für einen Entscheidungsprozess? Ich könnte denken, dass ein Teil der Antwort ist, kommt drauf an, aber trotzdem so als Daumenregel, wenn ich was Wichtiges entscheiden muss und ich überlege ewig hin und her und ich habe alle Fakten und Optionen vor mir liegen, wie lange würdest du, Peter, dann an so einem Prozess bringen, bevor du das Gefühl hast, jetzt bin ich im keine Entscheidung treffen? Ja, sehr coole Frage, weil die dahin zielt, wie das Gehirn eigentlich funktioniert. Es gibt zwei Systeme. Es gibt so dieses, du kannst vereinfacht sein, so dieses Emotionale, die Bauchentscheidung, und dann gibt es die Kopfentscheidung, das Rationale. Der Knackpunkt ist, du hast ja relativ schnell ein Gefühl, was richtig ist. Du hast relativ schnell so ein Ding, was du eigentlich tun musst. Und dann versucht der Kopf das aber zu rationalisieren. Ja. Ja? Das nennt man auch sekundäre Rationalisierung. Das ist auch, das Geile ist, dass wir beide Systeme haben. Mhm. Also wir haben Kahneman, glaube ich, heißt er hier. Das Buch heißt Schnelles Denken, Langsames Professor Denken. Kahneman. Yes, Daniel S. Kahneman. Ne? Das schnelle Denken ist praktisch dieses Gut Decision, ne, die Bauchentscheidung. Wahnsinnig schnell, aber sehr undifferenziert. Gibt dir einfach ein blödes Gefühl oder ein super Gefühl. Ja. Das Großhirn, vernünftiges, rationales Denken, super differenziert, dauert aber ewig. Und da kannst du dir einfach, ich weiß jetzt nicht, in welcher Situation du bist, deswegen sage ich jetzt nicht 5 Minuten, 10 Minuten oder 2 Tage, kann ich jetzt nicht beurteilen, aber mach für dich selber, nimm für dich einen Zeitrahmen, der für dich einfach angemessen ist. Ich kann jetzt wirklich nicht sagen, was da Sinn macht, weil ich weiß nicht, in welcher Situation du bist. Und dann mach dir vor allen Dingen bewusst, dass eine Entscheidung immer im Zustand der Unsicherheit getroffen werden wird. Und dann kommst du diesen Zeitrahmen, glaube ich, ganz gut nach. Ja, ja. Ich glaube auch, tatsächlich ist, setz dir einen Zeitrahmen und dann halt dich dran. Hier, ein mega geiler Tipp. Ja, weil natürlich ist es eine schnelle Entscheidung oder ist es eine langsame und wie lange brauchst du für die Infos, nur du selber entscheiden. Aber wenn du dafür deinen Zeitraum hast, dann musst du eine Entscheidung treffen. Und vielleicht noch kurz was aus so meinen 5 Cents ist tatsächlich, die meisten Dinge, ja, es gibt das sogenannte Parkinson'sche Gesetz. Ja, im Gegensatz zum Pareto-Gesetz, das sagt 80-20, ist das Parkinson'sche Gesetz eins, das besagt, für die Erfüllung einer Aufgabe brauchen wir genau so lange, wie wir dafür Zeit haben. Es gibt natürlich Extremfälle, wo das nicht stimmt. Wenn ich jetzt eine Doktorarbeit schreiben will und ich gebe mir 5 Minuten Zeit, wird es wahrscheinlich nicht klappen. Aber in den allermeisten Fällen, im Rahmen von ungefähr realistisch, ob du dir ein Jahr dafür gibst oder sagst 2 Monate, ich rock das jetzt runter, du wirst immer so viel Zeit füllen, wie du hast. Ja. Und somit wird unsere Produktivität und die Entscheidungsfindungsfähigkeit oft höher, wenn wir einen knackigen, aber realistischen Rahmen dafür setzen und uns an den dann halten und dann diese intuitive oder bewusste Entscheidung treffen können, ja, statt ewig keine zu treffen, was auch eine ist. Ja. Das noch kurz als meine Gedanken dazu. Peter, ich schaue noch mal kurz in die Fragen. Tatsächlich aktuell haben wir keine weiteren Fragen mehr. Außer noch 1, 2, die ich jetzt stelle. Aber wenn euch noch eine einfällt, postet sie jetzt. Sie wird mir zeitnah zugeschickt und dann kann ich... Oh, hier seid ihr. Dann wird sie mir zeitnah zugeschickt und ich kann sie noch stellen. Thorsten schreibt, wie komme ich dahinter, dass es das Ego ist? Woran merke ich, wenn mich mein Ego daran... Also ne, das ist ja das Ego heißt ja ich. Woran merke ich selber, wenn mein Ego mich zurückhält, eine Entscheidung neu zu denken? Welche Fragen könnte ich mir vielleicht regelmäßig stellen? Oder? Hast du dafür eine Idee oder ein Tool? Ja. Ich muss gerade selber erstmal drüber nachdenken, weil das eine sehr, sehr gute Frage ist. Ich nutze die Zeit mal kurz, was zu der ersten Frage noch zu sagen, mit dem Zeitrahmen. In dem Moment, wenn du dir das R von Order bewusst machst, nämlich Reassess, dann nimmt das auch ziemlich den Stress raus, weil du einfach die Zeit hast, oder beziehungsweise dir eh klar machst, du überprüfst die Entscheidung dann nochmal. Ja. Und wenn es in die falsche Richtung gegangen ist, dann korrigierst du halt. Ja. Woran merke ich, dass mein Ego mich beeinflusst?
Also eine Sache ist, je vehementer und je emotionaler man eine Position vertritt, desto eher würde ich mal in Richtung Ego vermuten. Also zumindest mal gucken. Helfen, Fragen, die man sich stellen kann, ist zum Beispiel, warum ist mir das wichtig? Warum eigentlich? Und zwar sich selber, ja, sich selber stellen. Und da wirklich mal sich selber gegenüber ehrlich sein und genau hinzuschauen. Warum mache ich das eigentlich? Ich kann mir auch die Frage stellen, was würde passieren, wenn ich das nicht mache oder wenn ich das anders mache? Ich kann mir auch die Frage stellen, was befürchte ich eigentlich? Ja? Und wenn dann sowas kommt, wie ja, mich zu blamieren oder dass ich blöd dastehe oder dass ich nicht mehr geliebt werde oder dass ich ausgelacht werde oder was weiß ich, dann gibt das eine sehr, sehr gute Indikation, eine sehr, sehr gute Indikation, dass es eventuell Ego ist. Und es gibt noch eine, das ist, ich glaube, die Frage kennst du auch, Alex. Das ist so eine Mörderfrage aus dem Coaching. Das ist für mich die Hammerfrage, die sich Menschen sowieso stellen sollten. Aber dieses ganze Entscheidungsthema, wenn du das alles sagst, wow, viel zu komplex, kann ich es bitte in einem Satz haben? Dann wäre das die Frage, was würdest du tun, wenn du keine Angst hast? Oder was würdest du tun, wenn du keine Angst hättest? Die Frage ist in meinen Augen mördermäßig, aber stell sie dir bitte alleine, wenn du alleine bist, und stell sie dir, wenn du Zeit hast. Und dann sei echt ehrlich. Wir alle haben nämlich Schiss. Wir alle haben Angst. Das ist normal in der Welt. Das ist auch gut so. Das ist ein psychologischer Prozess, der uns davor beschützen sollte, vom Saurier zertreten zu werden. Deswegen haben wir Angst. Das ist gut so, sonst würden wir alle überfahren werden, wenn wir keine Angst hätten. Aber in vielen Sachen, wenn mich das so hemmt, kann ich mir wirklich diese Frage mal auf der Zunge zu gehen, was würde ich machen, wenn ich keine Angst hätte? Und das bringt mich auf der einen Seite sehr, sehr stark zu meinem Herzen. Das Herz ist dann gleichzeitig wieder das schnelle System von schnelles Denken, langsames Denken und gleichzeitig aber auch die Repräsentation aller meiner unbewussten Erfahrungen. Und damit eine sehr, sehr gute Indikation, was das Richtige für mich ist. Sehr, sehr cool. Meine Lieben, und damit kommen wir so langsam auch schon zum Ende. Die Fragen beantwortet, das Modell erklärt. Ich persönlich habe auch noch mal eine Menge mit. Ich suche gerade nur mein Modell. Ich persönlich habe auch noch mal eine Menge mit rausgenommen. Order noch mal in die richtige Reihenfolge gebracht und mir einige Notizen hier oben gemacht. Ich hoffe, ihr hattet mehr Zeit, sie auch auf dem Papier zu machen. Und in diesem Sinne bleibt mir nur noch das Wort ein letztes Mal an Peter zu übergeben. Schließende Worte, was möchtest du unseren Zuschauern heute in dieser Situation jetzt noch mit auf den Weg geben? Und Moment, bevor du losgelegst, an euch alle. Wenn Peter dann mit seinen schließenden Worten fertig ist, werde ich vielleicht auch noch kurz was danach sagen. Aber für einen Speaker ist einer der Hauptgründe, warum er das macht, Applaus. Jetzt ist Applaus ja heute schwieriger als früher. Und ich würde sagen, der Applaus der jetzigen Zeit besteht aus Liken und Teilen. Wenn es euch gefallen hat, was ihr hier gesehen habt, wenn ihr das Gefühl habt, da gibt es Menschen, die sollten das auch hören, gebt uns auf jeden Fall einen Daumen hoch oder auch ein Herz, wenn ihr eins geben möchtet und teilt das in eure Timeline, damit eure Freunde das Gespräch sehen können, damit vielleicht auch die in Zukunft bessere Entscheidungen treffen. Aber jetzt erstmal gebe ich das Wort zurück an Peter. Was sind so deine schließenden Worte, gerne so ausführlich du möchtest? Na, eine Sache ist sehr, 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 sehr banal. Also wenn du hast ja schon gesagt, wenn jemand auch mehr haben möchte oder mehr, es gibt einen coolen Podcast, der heißt Remove Before Flight, der CEO-Podcast. Findest du überall, wo es Podcasts gibt. Fände ich natürlich, wenn es jemand interessiert, super lässig. Es gibt auch einen coolen Newsletter, den auf der Homepage www.peterbrandl.com findet man das. Da gibt es auch die Möglichkeit für mehr Informationen und so weiter. Aber wenn du mich wirklich nach so abschließenden Worten fragst, dann habe ich jetzt gerade überlegt, was ist das wohl? Und ich werde ja ab und zu mal nach so den finalen Ratschlägen gefragt. Und der erste finale Ratschlag ist, ich habe früher mal gesagt, don't give a shit. Also kümmere dich nicht darum, was andere sagen. Das, was ich sage, was ich auch jetzt gesagt habe, ist meine Meinung. Ich behaupte nicht, dass ich damit final recht habe. Es ist empirisch, ich habe mir nicht die Mühe gemacht, es empirisch alles zu belegen. Es ist meins. Also benutzt bitte euren eigenen Kopf.
benutzt euren eigenen Kopf. Eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Die zweite Sache ist, ich habe früher mal nur gesagt, folgt nur Ratschlägen, die euch gefallen. Da bin ich heute ein bisschen vorsichtig damit. Der Ratschlag, im Moment zu Hause zu bleiben, gefällt mir definitiv nicht. Ich würde ihn trotzdem nicht außer Kraft setzen. Ja. Aber es ist in etwas normaleren Situationen, es ist eine sehr gute Geschichte, wenn du nämlich etwas, was dir jemand sagt, wenn du sofort ein blödes Gefühl dabei hast, dann ist es höchstwahrscheinlich nicht das Richtige für dich. Mhm. Ja, das meine ich mit Ratschlägen, Folgeratschlägen, die dir gefallen. Für mich ist aber das Wichtige, das Wichtigste und wirklich so die famous last words im Moment, das, was wir vorhin mal gesagt haben, wenn du selber keine Entscheidungen triffst, dann übernimmst du nicht für dich die Verantwortung. Wenn du aber für dich, das, was die im Hudson River gemacht haben, die haben sich die Frage gestellt, was können wir jetzt tun? Die ist so banal, diese Frage, die ist so Asche, da muss ich im Vortrag eine Brücke hinbauen, weil sie wirklich banal ist. Es ist für mich aber das Geheimnis von Erfolg. Die haben sich nicht die Frage gestellt, wer hat uns die Scheiße eingebrockt, wer ist daran schuld? Die haben noch nicht mit der Unternehmer die Frage, warum macht da niemand was? Ja? Ja. Die haben sich die Frage gestellt, was können wir jetzt tun? Und ich glaube, das ist wäre eine coole Frage, die wir uns im Moment alle stellen könnten. Also was können wir im Moment tun, um für uns die Situation besser zu machen, aber, und das ist für mich eigentlich noch wichtiger, für andere Menschen auch die Situation besser zu machen. Weil ich glaube, das, was wir jetzt haben, wir haben jetzt gerade die Chance, auch unsere Menschlichkeit wiederzufinden. Und da kann man uns wirklich die Frage stellen, okay, was können wir tun, was können wir jetzt im Moment für andere tun, um die Situation besser zu machen? Ja. Und ich glaube, wenn wir uns die Frage alle ein bisschen stellen würden, anstatt Schuldige zu suchen, dann würden wir ein ganzes Stück weiter vorne in den Bus kommen. Das würde mir sehr gefallen, wenn ich das sehen würde. Wunderschöne letzte Worte für diese Stunde. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Peter Brandl. Danke dir für das wundervolle Gespräch. Danke euch allen, dass ihr da wart und zugeschaut habt. Like, teilen, uns würde es freuen. Aber vor allem danke für eure Fragen, eure Interaktion. Und wir sehen uns wieder, weil am Samstag um 18 Uhr heißt es wieder Elefantencampus. Dann mit erneut einem ganz speziellen Gast oder Gästin zu einem ganz besonderen Thema. Die Infos dazu veröffentlichen wir in den nächsten Tagen. Trag du das schon mal im Kalender ein. Es wird auf jeden Fall gut. Ich wünsche euch eine geile Zeit. Nochmal ganz lieben Dank an Peter. Auch von dir noch ein Winken an die Gruppe. Und in diesem Sinne wünschen wir euch eine geile Zeit. Bis zum nächsten Mal. Einen schönen Abend.